Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir einen Blick auf Marvels neueste Serie Miss Marvel. Bleibt dran! Seit gut 3 Wochen ist auf Disney Plus Marvels neueste Serie Miss Marvel zu sehen, die deutlich an ein jüngeres Publikum gerichtete Serie und an Diversität fast nicht mehr zu überbieten, bringt frischen Wind in das Serienformat von Marvel Studios und natürlich auch Disney Plus. Trotzdem ist es für mich nicht unbedingt die beste Serie. Ich rechne der Serie ihre guten Darsteller an, sehr guten Darsteller teilweise, die fesseln mich, die holen mich ab, die bringen mich zum Lachen, die bringen Emotionen rüber. Das Storytelling ist für mich etwas komisch, da wir jetzt wieder eine neue Gruppierung eingeführt bekommen, da wir jetzt wieder eine Thematik eingeführt bekommen, und von der Ausrichtung der Serie ist sie mir für ein etwas zu junges Publikum ausgelegt, was natürlich jetzt per se nicht die Serie kritisieren soll, sondern einfach meinen Zugang zu dieser Serie etwas ins rechte Licht rücken soll. Ich finde, es steht Marvel Studios zu und es geht den richtigen Weg, auch ein Serienkonzept an den Start zu bringen, wo wir ein Zielpublikum der jüngeren Generation abholen. Natürlich auch andere Ethnien abholen. Hier ein definitiver Daumen nach oben, dass wir nicht immer die gleichen Stereotypen als Superhelden zu sehen bekommen, sondern einen breiten Rundumblick in der Gesellschaft, auch in der Serienlandschaft und im Universum von Marvel Studios widerspiegeln. Die Musik, der Soundtrack ist sehr gut gelungen. Die Referenzen zu der Original-Comic-Vorlage, zu anderen Ereignissen im MCU ist subtil, ist Fanservice, der nicht als Fanservice jetzt im Vordergrund steht. Und trotzdem auch die, ich sage jetzt mal, das Publikum abholt, das auf Worldbuilding und Konsistenz Wert legt. Hier schafft es Miss Marvel tatsächlich besser als zum Beispiel Moon Knight, die Geschichte zu erzählen. Aber die Geschichte, die erzählt wird, ist wieder eine zu kleine Geschichte, als dass man sie auf 6 Folgen zum Beispiel ausdehnen könnte. Ich habe mich zwischendrin doch mehrmals gelangweilt und die Vorspultaste zur Hand genommen. Ich finde, wenn man eine Geschichte über 6, 7, 8, vielleicht sogar 10 Folgen erzählen will, dann muss hier auch das Potenzial für so viele Folgen gegeben sein. Ich habe noch immer den Eindruck, auch bei Miss Marvel, dass hier eine Geschichte, die sich eher an die Erzählart eines Kinofilms orientiert, gestreckt wird auf ein Serienformat. Das hat bisher eigentlich nur bei Hawkeye und bei WandaVision wirklich gut funktioniert, dass man hier auf die Laufzeit der Staffel der 6 Episoden spannend, durchgehend und in einem guten Tempo die Handlung weiterbringt. Und es war auch Handlung da. In Loki, Moon Knight oder Falcon and the Winter Soldier, aber auch hier bei Miss Marvel ist ja die Geschichte auch in 2 Stunden erzählt oder etwas mehr als 2 Stunden. Und das merkt man der Geschichte, das merkt man der Serie auch wieder an.
damit werde ich nicht warm. Ja, da muss ich die Vorspultaste drücken. Das sind klassische Lückenfüller für mich. Trägt nicht unbedingt jetzt zum Worldbuilding, zur Charakterentwicklung oder sonstiges bei. Natürlich sind nicht gänzlich unnotwendige, unnötige Szenen dargestellt, aber sie. Ich kann darauf auch verzichten. Der Charakter kann darauf verzichten, diese Szenen zeigen zu müssen. Es kann erwähnt werden, zum Beispiel die Hochzeit. Die kann ein-, zweimal erwähnt werden und dann ist gut und muss nicht immer wieder und wieder und wieder hervorgekaut werden, einen Riesenpart einnehmen. Auch wenn in Folge 3 die Hochzeit quasi der Ort des Geschehens ist. Die Bösewichte, die Antagonisten in dieser Serie sind ja, Department of Damage Control, also DODC, die nerven mich. Ich weiß nicht, was gerade in der Serienlandschaft los ist. Anscheinend muss man immer mit Masse und Brutalität gerade gegen Kinder vorgehen oder zumindest Jugendliche. Okay, ja. Das hatten wir bei Star Trek Strange New Worlds, das hatten wir bei Obi-Wan Kenobi und auch jetzt hier bei Miss Marvel. Das ist für mich halt so ein Thema, das ich nicht unbedingt brauche. Die anderen Antagonisten, die neue Gruppierung, die uns hier wieder vorgestellt wird, die ja einen familiären Background zu Kamala Khan und ihrer Familie hat, zu ihrer Großmutter hat. Ja, jetzt wird es dann langsam viel, wieder eine neue Dimension reingebracht. Ja, hätte man anders lösen können, hätte man eher mit den Krees oder mit der Background-Story von Shang-Chi in Verbindung bringen können. Wobei es ja auch bei Shang-Chi um eine andere Dimension ging. Vielleicht stellt sich ja heraus, dass es die gleiche Dimension ist. Dann muss ich meine Kritik hier wieder eine Spur weit relativieren, aber wir haben auch in der Folge 3 zu sehen bekommen, dass der Armreif von Kamala Khan ursprünglich von einem Kree getragen wurde. Somit gehe ich davon aus, dass die Kree diesen Armreif entdeckt bzw. erschaffen haben. Finde ich gut, ist für mich so eine Connection zum kommenden The Marvels-Film und dem Potenzial, was diese Alien-Rasse in Kombination mit den Menschen bietet. Dann war es das auch schon. Poppige Musik, comichafter Erzählstil, die Bildsprache, die sehr den Comic-Stil aufnimmt, gefällt mir sehr gut. Die Sets sind gewohnt qualitativ hoch. Die CGI-Animationen haben ein oder zweimal gewirkt, als wären sie aus einem billigen Computerspiel, aber nicht zur Gänze. Die Effekte von Kamala Khan, von Miss Marvel kommen gut rüber, sind wirklich schön animiert und ergeben auch Sinn, sind plausibel. Die Effekte von Kampfszenen, naja, okay, gut. Die Effekte der Kampfszenen, sagen wir mal dahingestellt, die Kampfszenen an sich, die Choreografie, die schauspielerischen Leistungen hinter den Action-Szenen haben mir sehr gut gefallen. Das ist wieder mal Top-Niveau. Das macht echt Spaß, es sich anzusehen. Was mit der Zeit etwas nervt, ist die Diskussion um den Namen. Nightlight. Es zieht sich jetzt über 2,5 Folgen. Ja. Sowas habe ich im Vorhinein gemeint. Es ist ein Stoff, der nicht unbedingt erzählt werden muss, nicht so präsent erzählt werden muss. Aber das sind auch schon meine größten Kritikpunkte. Alles in allem ist es eine sehr erfrischende, schön anzusehende
Teenager-Serie. Wie seht ihr die Serie Miss Marvel? Habt ihr sie schon gesehen? Seht ihr sie euch an? Habt ihr einen Zugang zu dieser doch sehr dem Bollywood entsprungenen Serienkonzept und auch Bildsprache? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr den Kanal aktiv unterstützen wollt, lasst gern ein Like für dieses Video da und ein Abonnement für den Kanal. Das sind nur ein, zwei kleine Klicks für euch und für den Kanal eine riesengroße Unterstützung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.